das wohl ungewöhnlichste Schienenfahrzeug. Das gibt's gleich hier bei uns zu sehen. Wir haben aber noch mehr im Programm in der nächsten halben Stunde. Einmal Lokführer zu sein, allerdings ohne die lange Ausbildung und mit stressigen Prüfungen. André Holzhagel aus Solingen, der hat das geschafft, denn er ist auf einer Strecke mit seiner eigenen Draisine unterwegs, also einem Schienenfahrzeug, was hin und dann auch wieder herfährt. Und was in diesem Fall sehr an ein ganz normales Auto erinnert. Ein feuerroter Golf auf Schienen, der ganze Stolz von André Holznagel. Ja, das ist einfach ein Gefühl, naja, ein bisschen schon als Lokführer unterwegs zu sein. 2 Monate hat der Solinger für dieses Gefühl an dem 18 Jahre alten Auto gebastelt. Auch wenn es drin holpert wie in einer nostalgischen Eisenbahn, irgendwie bleibt die Draisine doch ein Auto. Man setzt sich hier rein, der erste Griff zum Anschnallgurt und dann natürlich direkt mit beiden Händen fest ins Lenkrad gegriffen und wollte losfahren. Ja, und somit wurde dann auch schnellstmöglich hier diese Konstruktion installiert, um das Lenkrad halt zu versteifen. Mit seinem Draisinenbaukollegen Andreas Gartmann aus Remscheid hat er sich die Genehmigung geholt, für eine Weile hier zu fahren. Mehrere Wochen haben die beiden den Gleiskörper von Ästen und Gestrüpp befreit. Wir haben halt gehört, dass hier ein Radweg entstehen soll. Und wir haben halt dann die Erlaubnis gekriegt, die Strecke freizuschneiden, um halt die vorher noch zu dokumentieren. Dokumentieren heißt jetzt? Sie filmen und Fotos machen. Stefan Körte und Sohn Jan sind die Ersten, die heute Mittag eine Tour wagen. 2,5 Kilometer durch die winterliche Landschaft von Hückeswagen, bis der Nikolaus das Gleis versperrt. Ja, wir wussten gar nicht, dass hier noch ein Nikolaus steht, wo noch so lange keine Eisenbahn mehr hier gefahren ist. Und ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten. Wie hat es denn gefallen, die Fahrt eben? Gut. Was war so toll? Die Fahrt. Soll der Papa auch so ein Auto kaufen? Also ich finde es schon, ich finde es wirklich ein interessantes Hobby, muss ich sagen. Ob ich da jetzt so viel Zeit rein investieren würde, weiß ich nicht. Ganz und gar nicht. Und wieder zurück, wie es sich für ein echtes Schienenfahrzeug gehört, ohne zu wenden. Einfach den Rückwärtsgang einlegen. Wie man sehen kann, funktioniert das Ganze ganz einfach mit dem herkömmlichen, schon eingebauten Rückspiegel des Fahrzeugs. Was auch nötig ist, denn plötzlich stehen Kinder auf dem Gleis. Eines ist sicher, wer Draisine fährt, der erregt Aufmerksamkeit. Und morgen hat jeder nochmal die Möglichkeit, hier mitzufahren.